In der Nacht zum Mittwoch brannte erneut ein Schuppen im Leipziger Stadtteil Holzhausen. Laut Polizeiangaben wurde ein 18-jähriger Zündler gegen 0.20 Uhr am Walter-Markow-Ring gefasst. Er soll die Gartenlaube angezündet haben. Der Holzschuppen brannte vollständig nieder. Auch die Fensterscheiben eines benachbarten Mehrfamilienhauses splitterten durch die große Hitze. In der Laube waren Gasflaschen oder Spraydosen gelagert, wodurch es zu mehreren Explosionen kam. Der Tatverdächtige befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Die Spurenarbeit um den Tatverdächtigen herum ist natürlich am Anfang jetzt erstmal begriffen. Das bedeutet, wir versuchen natürlich auch aufgrund der Brandereignisse der letzten Monate den Nachweis zu führen, dass der Tatverdächtige nicht nur für den gestrigen Brand in Frage kommt, sondern unter Umständen auch für mehrere andere. Und dazu ist es einfach erforderlich, an Tatorten gesicherte Spuren, das wären zum Beispiel Abdruckspuren mit Vergleichsmaterial, mit Vergleichsschuhen zum Beispiel auch, abzugleichen. In den vergangenen beiden Jahren gab es in Holzhausen mehr als 30 Brände. Meist wurden Gartenlauben und Schuppen angezündet. Unter anderem stand ein Gnadenhof im Wiesenblumenweg im Februar und März in Flammen. Dabei waren rund 150 Tiere ums Leben gekommen.